Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Seht ihr da den epischen Niffler? Seht ihr ihn? Eins, zwei, drei. Ja! Wir haben einen Niffler und damit. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schaut mich an, Leute. Fällt euch etwas Berauschendes auf? Ich habe den neuen PC nach monatelanger Arbeit. Und ich wollte mich nochmal für alle bedanken, die mir geholfen haben. Gut. Die GPU ist zwar fast auf 80% mit 4K und beste Grafik, aber es funktioniert. Niffler haben wir auch. Oh, ich freue mich. Zu bieten hast, Merlin. Und wir machen mal aus, das war jetzt auch noch die Merlin-Aufgaben. Auch wenn ich jetzt in einer Aufgabe mal als Special machen wollte. Aber komm. Da werden wir definitiv das. Hä? Komm. Die müssen wir vielleicht. Kann sich das drehen? Das sind die Sachen? Ich checke einfach die Merlin-Aufgaben nicht. Dass wir ihn wegstoßen müssen, glaube ich jetzt eher nicht. Aber mal schauen. Da passiert gar nichts. Wo das sich drehen an? Ich kann es euch leider nicht sagen. Was ich hier aber weiß, ist, dass das echt episch ist. Sorry, wenn ich das so oft erwähne, aber ich bin gerade einfach hyped. Zack! Und das ist mein erster Gegner. Der hätte ich noch nicht mal getroffen, selbst wenn ich nicht ausgewichen wäre. Und Flammen! Und zack! Zack! Gerade auf 80%. Huh! Oh, das war noch knapp! Und alle in Flammen! Und alte Magie! Oh! Hat mich tatsächlich mal geschafft zu treffen. Und haut ab! Und schwarze Magie! Und weg bist du! Hey! Und Flammen! Ausweichen! Geld ansammeln! Schützen! Und das Ganze! Jedes einzelne Mal! Ich habe schon seit Wochen nicht mehr gespielt. Und ich habe es vermisst. Flammy is back to the game. Oh ja. Das bin ich alle Male. Und ihr könnt jetzt auch endlich mal das Fliegenbesen sehen. Fliegenbesen sehen. Fliegen auf dem Besen sehen, ohne dass ich Lecks rausschneiden muss oder es leckt. Es ist maximal auf 90%. Die CPU ist auf 30%. Wow. Ohne Aufnahme ist es bei 40 und 30, das passt. Ich könnte die technischen Daten mal ein Video dazu machen. Wenn es euch interessiert,
Steil ab! Wo ist denn das? Merkst du? Also nicht sowas habe ich noch nicht gesehen. Wow! Also gesehen schon, aber nicht gefunden. Okay, du bist eindeutig über mein Level. Aber wir sehen mal, was du drauf hast. Und weg. Woo! Beschützt du irgendwas? Eigentlich will ich dir nichts tun. Hey. Okay. Troll, es tut mir leid. Welcome. 3. Und die 4. Okay, ich dachte, das geht schneller. Okay, die haben keine Wirkung auf dich. Wow. Okay, okay, okay. Und let's go. Wollen wir mal gucken, ob da irgendwie eine Art Höhle ist? Eigentlich wollte ich ja immer nur Aufgaben machen. Das scheint untersuchen. Das scheint überwacht zu haben. Habe ich Lumos. Obwohl die tun wir immer ausrüsten. Einfach nur, dass falls irgendwas mal passiert, wir gleich ein Tierwesen holen können. Rebellion. Okay, eine Kiste gibt's. Das war allerdings vorhersehbar. Lumos. Das scheint sein Zuhause zu sein. Alter, jetzt ist es ja wirklich mal gruselig. Macht hier echt einen riesen Unterschied. Was ist denn das? Nicht identifizierbar. Okay. Jetzt finde ich aber echt cool, die Open World. Okay. Herausforderungen. Das sammeln wir mal unsere Belohnungen ein. Wow. Ah, das. Okay. Okay, was haben wir denn noch? Talente. Da ist halt für mich immer schwierig, was man nehmen soll. Ich kann jetzt auf weitere Stufen gehen. Dunkle Künste. Ich könnte jetzt das da noch. Stufe auf dem Gegner dasselbe Effekt wie ein Fluch. Verfluch Gegner leiden in Höhe und Schaden. Aber das hört sich doch an für sich ganz gut an. Wir haben noch einen, soweit ich weiß. Haupttalente. Erfolge wurde Zauber für die. Nein. Also was wir trinken ich gern. Nein, sowas auch nicht. Halte ausweichen gedrückt, um plötzlich zu verschwinden und die Nähe wieder aufs. Ja, okay, das ist. Okay. Dann schauen wir mal, was wir als Aufgabe jetzt machen werden. Es ist eine Weile her, ich habe jetzt keinen Überblick mehr. Hüte der Brüder. Ein geheimes Lager im Schutz. Ja, okay. Dann gehen wir mal auf M. Weil ich glaube, da müssen wir nach Hogwarts. Wird gar nicht angezeigt, wo das ist. Die Ladenzeiten sind auch nicht mehr so lange. Und das ist schön. Hallo Katze! Ich bin noch nicht sicher. Ich will keinen Ärger, aber ich glaube, es soll erst im 6. Jahr gebaut werden. Kriegen wir auch was?
Noch eine! Finde den dritten Orientierungspunkt. Ja, keine Ahnung. Hallo Homura. Ich glaube, das finden wir einfach nach der Zeit heraus. Weil danach zu suchen, wird echt schwer. Ich glaube, es ist sinnvoller, eine andere Mission zu starten. Oder in der Folge schauen wir uns einfach mal um und genießen die schöne Grafik. Einverstanden. Oh, eine Katze. Was ist das hier? Hallo? Das ist ja echt die Katzenfolge. Oh, ich bin glücklich. Okay. Eine Truhe? Oh, Münzen. Liebe Frau Professor Schaar, vielen Dank für Ihren jüngsten Beitrag über himmlischen Anomalien. Er könnte eine perfekte Ergänzung für den Atlas sein, den ich zu öffnen gedenke. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung, wenn ich beschließe, Ihren Beitrag oder damit verbundene Forschungsergebnisse in diesen Konfliktion aufzunehmen. Das ist okay. Wird geduldet. Revelio. Gut. Warte mal, ich gehe jetzt doch noch mal auf Aufträge. Der Mann hinter dem Mond. Ja, die Monde, die finde raus. Was sagen? Zu den Raum können wir ja schon mal gehen, okay? Dann gibt's schon mal einen kleinen Spoiler. In der nächsten Folge wird was sagen. Aber jetzt ist es einfach mal ein bisschen. Mal durchgehen. Was ist das nochmal für ein Raum? Ah, Zauber. Wohnen! Professor, haben Sie einen Moment Zeit? Für meine Schüler doch immer. Wie kann ich Ihnen helfen? Verzeihung, Professor. Vielleicht ein andermal. Natürlich. Geil. Hallo. Ich wollte nur kurz bei Ihnen mal schauen, was es so alles gratis gibt. Aber weil Sie hier drin waren, weiß ich leider nicht, was ich mitnehmen könnte. Sah grad original so aus. Kann die eigentlich auch mal sprinten, wenn ich es sage, oder ist das hier Sprint? Es müsste doch aber auch mal wieder Nebenquests geben. Obwohl, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach in Wahrsagen kommt. Jetzt sind wir eh schon da. Das erste Mal Wahrsagen. Parat. Anfängerglück. Nein, nicht wiederum da. Ich finde auch Wahrsagen eher so semi, aber. Ein Demigeist. Was? Demigeist? Boah, ist das geil, Grafik. Alter. Wahrsagen ist ganz okay. Aber ich finde Wahrsagen wirklich spannend. Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie.
Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen würden. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich, sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Macht, nein. Ich denke sehr Gefahr. Ich habe irgendwie das Gefühl, als drohe Gefahr. Ich verstehe. Solche Omen sind nicht zwangsläufig schlecht. Sie können uns vorbereiten. Und sie bereiten sich vor. In diesem Augenblick. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Ah, neuer Zaubersprung? Ist das schlimm? Okay. Was können wir damit machen? Ich mag sie irgendwie. Die ist cool. Wir haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Was ist das? Verursacht keinen direkten Schaden, aber Objekte und Gegner, die auf den Boden geworfen werden, erleichtert erhebliche Aufprall gegen den Luft. Ah, okay. Das ist quasi dafür, dass die Gegner an den Boden gedrückt werden. Und jetzt den verbotenen Zauber! Hast du ihn nicht mitbekommen? Gut. Okay. Mit Wahrsagen und Macht. Und. Warte mal, ich will mal kurz das. Sich vorzubereiten und ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben. Denken Sie, ich gehe jetzt? Nö. Sehe ich nicht ein. So, und jetzt dann. Professor, hätten Sie einen Moment? Sicher. Was kann ich Sie fragen? Wie kamen Sie eigentlich dazu, Wahrsagen zu unterrichten? Die Kunst des Wahrsagens ist ein wichtiger, aber oft missverstandener Zweig der Magie. Nur wenige von uns besitzen das innere Auge. Und sie werden, wie es bei den Besonderen unter uns häufig der Fall ist, oft falsch verstanden oder gar gefürchtet. Als ich die Chance bekam, andere über meine Gabe und das Gute, das sie bewirken kann, zu unterrichten, war ich sehr dankbar. Verstehe. Nati hat erzählt, dass sie beide aus Uganda hergezogen sind und sie dort Ouagadou besucht hat. Ja, Natsai und ich haben Uganda und Ouagadou geliebt. Aber jetzt fühlen wir uns hier wohl. Ich hatte eine solche Veränderung vorausgesehen, kannte aber nicht die Details. Ich war froh über das Ergebnis. Das glaube ich. Immer im Hinterkopf behalten, dass die Folgen unseres Handelns komplex sind. Und deshalb gehört zum Wahrsagen einiges mehr, als in eine Kristallkugel zu schauen oder den Boden einer Teetasse zu betrachten. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Vielleicht ist Wahrsagen doch nicht so schlecht. Ich finde das alles sehr faszinierend, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Faszinierend, das kann man wohl sagen. Und ich bin sicher, dass Sie in den kommenden Tagen viele Dinge noch besser verstehen werden. Schließlich sind Sie Schülerin in Hogwarts. Sicher ist Ihnen nicht entgangen, dass wir uns in der Welt der Zauberei immer im Bereich des scheinbar Unerklärlichen bewegen. Natürlich nicht, Professor. Ich weiß, dass wir beide viel zu tun haben. Nicht wegen des inneren Auges, sondern weil ich Professorin bin und Sie Schülerin sind. Ich habe unser Gespräch genossen. Sie ist ganz okay. Ich glaube, wir könnten uns ganz
Gut, mit ihr. Fair. Fair, fair, fair. Scheiße! Das hat mein Trick nicht funktioniert. Egal. So, Leute. Allerdings würde ich sagen, das war's mal mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch alles Gute und freut euch auf die schönen Folgen mit besserer Grafik.